Hallo miteinander und willkommen zu Warhammer 40k Battle Sector. Zu unserer Kampagnen-Preview tatsächlich. Ein bisschen verspätet, weil nicht viel Zeit war, aber naja, heute starten wir dann quasi durch mit vollem Programm. Zum einen seht ihr hier heute dieses Video, was euch schon mal so ein bisschen vielleicht heiß macht auf das Ganze. Und also jetzt hier um 15 Uhr am Dienstag und heute Abend nach der Arbeit werde ich dann einen Livestream machen zu dem ganzen Spaß. Und wir werden quasi an der Stelle weiterspielen, an der wir hier dann ja enden werden nach dieser Folge, nach der ersten. Ihr seht, das Ganze ist jetzt mittlerweile schon auf Deutsch. Und ja, lassen wir uns überraschen. Das ist jetzt im Gegensatz zu dem, was wir davor hatten. Davor hatten wir ja nur Saves, die wir geladen haben. Zwei Stück, die wir durchspielen konnten, zwei Missionen. Jetzt sind wir hier natürlich so weit, dass wir die Kampagne tatsächlich anfangen können, die ersten 6 Missionen spielen können. Seit der Verheerung von Baal versuchen die Blood Angels ihre Heimatwelt und ihren Orden wieder aufzubauen. Sie wurden durch den Indomitus-Kreuzzug vor ihrem Untergang bewahrt und werden jetzt durch neue optimale Space Marines verstärkt. Es gibt nur noch Reste der Tyranniden-Invasion und Primarch Rabut Goleman möchte Baal endlich verlassen, um seinen Kreuzzug fortzusetzen. Sergeant Kalion der 8. Kompanie kehrt nach Baal Secundus zurück und muss die Kampfbereitschaft der neuen Primaris-Soldaten beurteilen. Während die Landungskapsel in Richtung seines Heimatlandes rast, seines Heimatmondes rast, denkt er über die Ankunft dieser neuen Kampfbrüder und die Kosten seines unwahrscheinlichen Überlebens gegen die unaufhaltsame Schwarmflotte Leviathan nach. Starten. Jetzt sollten wir gleich auch englische Sprachausgaben mit deutschen Untertiteln haben. Deswegen bin ich mal ruhig. Time flows in contradiction since the invasion. There's an unexpected slowness in the aftermath of an impossible victory. A languid sweetness of air, tasted by the hapless victor. And yet, I also feel the turning of change, and the accumulated minutiae that falls to the survivors. Corpses to be burned, fortifications to be rebuilt, neophytes to be blooded. Regardless of our losses, we are the angels of death. And we are always prepared for war. Not that these are concerns for the fledgling Primaris right now. Balfora is an unforgiving tutor. Okay. Dante says that you are blood angels. Prove it. Show me that the blood of the great angel flows within your veins. Your orders. So, ja. Die Primaris müssen sich also hier quasi erstmal beweisen. Ja, wir wissen ja, wie das alles hier funktioniert. Da ist Kalion. Close Combat Support! Und normale kleine Space Marines, glaube ich. Die normalen, die kleinen. Okay, wir sollen einfach die Hamaganten hier vernichten. Aber dann beginnen wir einfach. Ja. Death to the Xenos Swarm! So weit, so gut. Ihr habt jetzt zwar keine Deckung explizit, aber... Death to the Xenos Swarm! Einer hat überlebt. Das ist bedauerlich. Können wir denn mit dir so weit springen, dass wir da hinkommen? My Fury will be fast! Tatsächlich. On my honor! Gut. Und jetzt mach ihn kalt. Im Nahkampf. Sehr schön. So, ihr könnt auch näher kommen, würde ich sagen. Ich denke, wir müssen gar nicht wirklich springen. Nehmen wir uns das mal ein bisschen auf hier. So. So laut hier auf den Ohren. Okay, und hier haben wir Aggressoren. Das heißt, wir können sie hier aus nächster Nähe mit der Bolter Sturmfaust tüteln. Das sind beides. Okay. Thin their numbers. They will not overwhelm us. So weg kommen wir jetzt erstmal nicht wirklich. Wir könnten hier zwar noch draufschießen, dann wäre das aber im Weg. Wir können aber durch unsere eigenen Leute hier durchschießen, hätte ich gesagt. Death to the Xenos Swarm!
Das ist soweit so gut, ne? Also immer wenn man direkt dahinter steht, ist immer kein Problem da. Ah. Hm. Assault Marines ready! Aber ich glaube, die wären eh nicht hingekommen. Sollte passen, die nächsten werden jetzt von da hinten ums Eck kommen. Wahrscheinlich uns hier. Ne, wir werden sehen, wenn sie angreifen. Tut mal damit den Jungs hier hinspringen. Ah, das passt schon so. Battleline Squad ready! Ich denke, wir sind alle durch, ja. Ernsthaft? Aufseherturm und Vergewisserung. They will regret coming this das ist, glaube ich, die noch recht grobe Übersetzung zu hier Overwatch und so. Push them back! Ja, komm, tut mal nicht so. Selbst die Mardis Martin sind so ein paar kleine Omaganten. Es ist interessant, dass die Musik jetzt auf einmal weg ist. Ganz. Sehr komisch. Okay. Ja, wahrscheinlich können wir hier einfach volle Kanne reinballern, war mit euch und mit dir dann wahrscheinlich die Reste weg. Was wahrscheinlich besser wäre, wenn wir mit dir da hingehen irgendwie und ihn einfach so erschießen mit der Boltpistole. Weil die Jungs hier rüber könnten, um die zu beschießen. Wäre schon besser. Aber erstmal das. So, weg kommen wir da jetzt erstmal nicht. Aber mit euch könnt mal dahin. Und einmal hier ums Eck angreifen. Oh nein, wir haben keine Punkte mehr. Nein! Okay. Okay. Your orders. Wie viel haben wir denn hier an Trefferwahrscheinlichkeit? 15% in der Nähe. Das ist natürlich ein kleines Problem. 55. Doch einen. Einen BP wir haben. Ganz, aber wir haben genau einen. Ja, dann schieß mal. Das passt schon. Gut, schätze ich. So, jetzt ist da halt wieder genau einer übrig. So, minus drei. Hm. Heavy Fire Support! Na ja, komm, mach den einfach kalt hier. Das ist schon okay. So, du hast ja theoretisch noch drei. Jetzt, wir müssten dich eigentlich da wegziehen, ja. Ein Schlag ist schon okay von einem. So ein bisschen Schaden kann man ja schon nehmen. Und ihr kann euch echt nicht anschießen. Obwohl, ach, tatsächlich eins. Na gut, guck mal darin. So. Du kommst hier näher. Minus vier. Zwei. Hm. Ja, fast sagen, das sieht nicht gut aus, wa? Ja. Dass der Kater hier jetzt wieder auf dem Tisch ist, ist auch nicht so geil. Gut. So, wie viele Bewegungspunkte haben wir noch? Einen, quasi. Komm da rüber. So. Lass uns Katerchen hoffentlich ein bisschen ganz normal weiterspielen. Beenden wir den Spielzug. Waren die alle dran? Ja, jetzt kriegen wir hier natürlich wieder was ab. Okay, da kommt Verstärkung. Fünf sind verbleibend. Eins, zwei, drei. Ja, da kommen wahrscheinlich nochmal zwei Stück von da hinten oder so. Okay. Ich meine nicht als erstes, sondern... Close Combat Support! Okay. Da könnten wir sie tatsächlich mal aus der Nähe angreifen. Es war da ums Eck, aber besser als nichts. Und den hier? The Swarm has no right to live! Oh.
By the blood! Wuchttreffer? Nicht gut genug, würde ich ja sagen, eigentlich. I am the sword of Sanguinius. Ja. 76er Wahrscheinlichkeit. Und nochmal. Naja, immerhin fast alle erledigt. Gut. Jetzt können wir mit euch und mit euch hier rüber. Also warte, das heißt, du gehst hier hin. Gut. Alles fertig. Wir können sogar auch darunter schießen. Erstaunlich. Tut es. Gut. Okay, ihr hattet doch auch alle Raketen eigentlich. Aber da sind wir zu nah dran für. 40%. Alter Sturmfaust. Das ist die Nahkampfvariante hier. Angriff! Distance. Joggen wir mal hin. Wow. Das war echt nicht beeindruckend. Also überhaupt nicht. Das war schon sehr viel besser. P. Alle durch. Also gut, dann hoffen wir mal, dass die hier nicht völlig zerrissen werden von den zwei. Ja, aber wir haben sie ja schon geschwächt. Oh. Das sah irgendwie spezieller aus. Ansprungattacken. The enemy waits for us. Okay, und sie kommen noch von der anderen Seite. Gut. Okay. Ich denke nicht, dass die schon so weit an uns rankommen, dass sie angreifen können, aber gut. Killen wir erstmal die Jungs hier. 35%. Also diese Einheit ist echt. Abgesehen von den Raketen, finde ich die immer, muss ich wirklich sagen, extrem schwach. Also man kann sich halt in die erste Reihe stellen. Aber das war es dann auch schon an Funktionalität gefühlt. So, jetzt machen wir hier den Rest. Gut. Jetzt könnten wir dich, dass ich mal dahin bewegen. For Sanguinius! Und die Viecher zersägen hier. Die haben echt welche überlebt. Okay, großartig. Das heißt, ihr dürft auch noch hier runterkommen. Gut. Also die Aufgänge sind da und da. Das heißt, wenn wir dich jetzt irgendwie mal hier so in die hier so hinstellen und wir deinen Overwatch in die Richtung hier packen. Overwatch. Und deinen Overwatch in die Richtung. So, und mehr haben wir, glaube ich, gar nicht zu tun. Genau. Ja, da lässt der Kampf was drauf nach, wenn man mal rumstehen muss, leider. So. Und Feuer! Das sah ziemlich bitter aus, ehrlich gesagt, dieser Overwatch. Ja. Immerhin, Kalion trifft ganz gut. Okay, komm, also nicht an uns ran. Da ist die nächste Truppe. Okay. Ja, ich hätte ja gesagt, dann kümmern wir uns einfach. Das ist ein Aktionspunkt. Na geil. Ready to strike! Roger that! Geht ihr mal hier hin? Schießen wir mit euch einmal, dann stellen wir uns mit den Jungs hinter. Und dann sollte das eigentlich passen. Die mit den Raketen schießen können. Wir waren zumindest mal weit genug weg dafür. So, komm schon.
Das ist doch super. Fast tot. Natürlich könnte er noch darüber springen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar schon. Diese Runde hier. Ich würde behaupten, das sieht ganz gut aus. Ja. I am the Sword of Sanguinius. Ja, deswegen springst du jetzt hier hin. Und wirst dem guten alten Engel Erde machen, indem du hier im Nahkampf einen Mormaganten tötest. Sehr schön. You can fight. I'll give you that. I don't know yet if you truly are scions of Sanguinius or just some ruse of the Archmagos. Battle will decide. It always does. Immediate assistance required. Tyranids converge at the Voxcaster relay on the Cell Feratos western edge. Form on me, brothers. It appears Balfora has decided she's not yet done with you. Okay, dann müssen wir direkt weiterhelfen. Ja. Das ist so, nur 53%. Sonst Präzision. Zwei Einheiten vernichtet. Ja. So, jetzt nichts Besonderes, machen wir weiter. Und jetzt schreit ein Apothecary nach Hilfe, denn die Termaganten, nein, die Tyranniden im Allgemeinen, greifen einen Voxcaster an. In the grim darkness of the far future, there is only war. People are born, they live, they suffer and die. Rarely of natural causes. Days prior to the fall of Cadia, Dante faced his greatest challenge. High Fleet Leviathan had broken through the Krypton Shield, and the Tyranids bore directly for the sacred homeworld of the Blood Angels. Baal. Sons of Sanguinius rallied from the far corners of the galaxy. Complete strangers died side by side as brothers. Yet even this unprecedented congregation could not hold back the Great Devourer. In their darkest moment, the Blood Angels gathered around Lord Commander Dante, a last stand. They gave themselves to the Red Thirst and stood in defiance of the alien. Not for survival, for the chapter was doomed, but for the honor of their sire, the Great Angel Sanguinius. And then, pandemonium, the Cicatrix Maledictum opened and tore the galaxy in two. Time stretched, contorted. Demons of Khorne poured across the moon of Baal Primus, tearing at Xenos and Marines alike. Havoc reigned. But just as quickly as it appeared, the Cicatrix Maledictum contracted. It took with it both the demons and vast swathes of High Fleet Leviathan. In their place, the Indomitus Crusade appeared, helmed by the Avenging Sun himself, Primarch Robute Gilliman. The Blessed Primarch didn't just bring relief to Baal. He brought with him the Primaris Space Marines, thousands bearing the mark of the Blood Drop. The Primaris were larger, stronger, more resilient than their firstborn brethren. But to the Blood Angels, they represented a different kind of salvation. The promise of these super soldiers was of an improved gene line, more pure and closer to that of Sanguinius. Away from prying ears, Archmagos Call whispered that they showed fewer signs of the flaws that plagued the Great Angel's blood. No more thirst beating at their hearts. No more armor to be painted black. A semblance of normality has since returned to Baal. The monolithic Indomitus Crusade prepares to leave. Commander Dante, now Lord Regent of half of the Imperium, works to heal his chapter and Baal of the trauma suffered at the hands of Leviathan. And on the moon Baal Secundus, Sergeant Carlion hurries to the aid of a sanguinary priest.
dann sind wir jetzt unterwegs. Ist ja schön, dass sie so ein bisschen auch für die Leute, die die ganzen Bücher nicht gelesen haben, ein bisschen die Lore zusammenfassen. Okay. Also, Armeeorganisation formiert eine Truppe mit zusätzlichen Einheiten um Armee im Armeeorganisationsmenü und HQ-Marken. Du erhältst HQ-Marken nach dem erfolgreichen Abschluss einer Mission. Diese Marken kannst du dann im HQ-Aufwertungszentrum zur Verbesserung deiner Einheiten verwenden. Wir haben da schon etwas bekommen. Zwei Stück. Ah, das waren diese Dinger. Ja, mehr Präzision, ne? Sanguinius watches over us. Auf eine fünfte Einheit deiner Wahl von zwei Feldern. Genau. Linientruppentaktik wirkt sich auf die ausführende Einheit aus. Sturmkanonenunterstützung. Luftschaden bei Verbündeten. Sturmkanonen. Urwuchtstechnik, Nahkampfpräzision. Sturmtaktik. Ich würde ja Sturmmarine-Schlag, Tornado-Raketen. Das ist quasi für 12 Mal pro Rasterfeld 4 Rasterfelder linienförmig weit und verursacht 40 Schaden pro Schuss. Ja, das hört sich eigentlich ganz gut an, wa? Wir können es uns eh nicht lassen, weil wir 2 Marken brauchen, so ich das hier sehe. Ah, gut, ne? Okay. Bestätigen wir zumindest mal diesen einen hier. Taktische Präzision. Bei der Armeeorganisation. Okay, wir haben ja taktische Marines. Tja, ich würde ja fast vielleicht nochmal 70 EM haben wir. 50. Okay, wir können auf jeden Fall keine Insaison. Das heißt, wir nehmen uns tatsächlich. We are the Bloodblades of Skyfall. Oh, doch, genau. Doch nicht. Okay, dann, dann. Ich weiß nicht. Armeen zugeführte Waffen, sobald sie freigeschaltet werden. 3 Untereinheiten. Ich bin von denen echt nicht überzeugt, von den Jungs. Ich meine, auf Reichweite sind. Ich meine, wir haben halt sonst nichts auf Reichweite, oder? Dann machen wir es so. We are the guns. Mir vollzählig erledigt. Gut. Dann wartet jetzt die giftige Verderbnis auf uns. The promise of battle makes his Primaris restless. Eager. It is my duty to assess their potential here on the Salts of Balfora. Through combat, I intend to discover who these red-armored giants truly are. Some of them take in the vistas of the Salt like bored tourists. There is little regard for the skies and sands that shaped our father. They will learn quickly. Or Balfora will kill them. She does not tolerate laxity. I expect this priest we find will also be new to his role. There is no reason other than youthful ignorance to risk the angel's blood on the Salts. In these days following Leviathan's devastation, we are a chapter awash with fresh blood. Ja, das ist natürlich der, sag ich mal, die Besonderheit an den Blood Angels in dem Fall. Während natürlich auch alle anderen Orden, die der Primaris Marines jetzt quasi bekommen haben, naja, haben halt die Blood Angels und auch der ganzen Brüder Chapter, also der Blood Angel Linie, ja, halt extrem viele Leute verloren hier bei dieser Verteidigung von Baal und deswegen bestehen die ganzen Chapter eben jetzt zum Großteil aus Primaris Marines, also schon eine etwas andere Lage. Ja, Sergeant Kalions Ausbildung neuer Truppen für die 8. Kompanie der Blood Angels wird hoch angesehen. Seine Spezialität sind die Feinheiten und Taktiken der Sturmdoktrin aus dem Codex Astartes. Die Einheiten der Priesterschaft des Sanguinius wurden stark dezimiert, nachdem sich die Priester einerseits als Apothekari um die Verwundeten kümmern mussten und andererseits als Soldaten an vorderster Front die Verteidigung unterstützten. Ein vereinzelter Hilferuf auf Baal Secundus sollte Grund genug sein, durch die Salzländer zu eilen. Die Salzländer. 3 Punkte Belohnung, haben wir gesehen? 3 Punkte. Damit kommen wir auf jeden Fall weiter, können sogar 2 Sachen dann freischalten. Sergeant, with the relay offline, I was afraid only the Xenos had heard my calls for backup. Make haste, my reductor still has work to do. As you say, brother. The Bloodblades of the Eighth are ever eager to serve the Sanguinary Priesthood. Großartig, ist das jetzt eigentlich... Ah, die kennen wir also auch noch nicht, die Mission.
So 720 und oh Gott, wir haben 20 über sogar. Naja. Aber stehen eh alle da, oder? Kann ich auch nicht wegtun, oder? Überschritten, ja genau. Ich wollte schon sagen. Das heißt, wen packen wir denn raus? Einen von euch? Wie zur Hölle mache ich das? Ah, okay, es ist hier. Man muss das hier umjinxen. Dann geht's in die Reserve. Okay, lass mal die einen Aggressoren hier, das passt schon. The blood waits. So. Den kann man auch direkt steuern. Bruder Etero. Oder Eturo. Wir müssen das Voxcaster-Relay sichern und sammeln die Gensatz gefallener Blood Angels. Ah, ich sehe schon, das sind die ganzen hier. Okay. So. Machen wir es mal hier. Close Combat Support! Wir kommen hier nicht wirklich raus. Drei Bewegungspunkte. Moving! Mal hier. Beginnen wir mit dem Beschuss. Death to the Xenoswarm. Oh, da waren ein paar gute Treffer dabei. So weit kommen wir denn jetzt mit euch? Ja, idealerweise so, dass ihr in der ersten Reihe steht. To the sky, brothers! Wir könnten auch einfach das machen. Und jetzt haben wir immer noch einen Aktionspunkt und können hier the swarm has no right to live. Aus der Nähe. Vielleicht idealerweise die Einheit vernichten? Nein, zwei haben überlebt, aber sie werden nicht weit kommen. Your orders. Dessen bin ich mir sicher. Hier da unten sind auch noch welche. 65 ist völlig okay. Gut. Heavy Fire Support! Oh Gott, ich glaube, ich bin wieder eins zu nah dran, oder? Nee, es passt. Thin their numbers. They will not overwhelm us. Ich würde sagen, leichter Overkill, aber die sind schon mal raus. So. 65, 45. Ich denke, wir werden mal mit ihm hier rüberspringen. Wir werden den hier einfach wegschießen mit dem Bolter. Dem Handbolter, meine ich. Gut, genau. Und dann können wir nämlich euch nutzen, um hier die Leute anzuschießen, die da rüberkommen. Gleiches gilt mal für euch. Schauen wir euch in die erste Reihe. Seid ihr die Nahkämpfer? Und wir können trotzdem mit euch einen kleinen Overwatch hier machen in die Richtung. So. So. Du kannst tatsächlich noch was. Naja. I await there, Mister. Hab mal so. I am ready to help. Ja, und erschieß mal die Jungs hier. Wir sollten schnell herkommen. Das sind auch Schützen. My duty is service. Okay, das heißt, wäre es sogar besser, wenn wir dann hier in den Nahkampf gehen direkt. Spielzug beenden. Alles auch für einen Kämpfer. Thermaganten. Boah. Die haben gut was abbekommen. Okay, einer ist ausgeschaltet. Ja, fast vollständig. Einer hat wieder überlebt. Taking fire! Ja, ja. Lauf mal lieber weg. I hear them out there. Es kommt natürlich noch mehr. Echt gut getroffen dafür, dass sie in nächster Nähe stehen, aber wir haben viel Gesundheitspunkte zum Glück. So, zersägt die mal ein bisschen hier. Nochmal. Gut.
Assault Marines ready! Assault Marines. Ich glaube, wir können sie noch mit Boltern beschießen, oder? Ja. The Swarm has no right to live! Natürlich ziemlich viel hier gegen das Geländer hier. There can only be victory. So, Galeon. Da hoch und dann haben wir die hier gleich fast erledigt. Wir können zweimal mit Bolter schießen. Oder einmal, wir werden sehen. Erledigt. Gut. Der ganze Rest von uns. Your orders. Gönnt sich jetzt mal die ganzen Viecher hier. Keine Chance. Standesrechtlich zerlegt haben wir die Jungs hier. Kommt ihr mal hier runter. Und dann erledigen wir den einen, der sich hier zurückgezogen hat noch. Das sollte hoffentlich reichen. Kommen die nächsten. Gut. So, jetzt sollten wir das am besten halt so machen, dass wir genug Leute noch in Overwatch stellen können, um da unten uns gegen die Feinde zu schützen. So. Jetzt genau zwei hier noch. Moving. Was ist denn Overwatch? Okay. Overwatch. Mal hier so. Line squad ready. Ja, lohnt sich das? Eigentlich kaum, aber wir machen es trotzdem. Oh, sie sind weg. Und wir sind durch mit dem Zug. Ja, du kannst dann gleich eigentlich hier drauf gehen, wa? Und hier mal die Gensaat ernten. Nächste Runde. Die hinten stehen noch Wache, das ist auch in Ordnung. Under fire! Ja, das war relativ harmlos. Nicht, dass die jetzt gewinnen, dass sie es gesichert haben. Das wäre irgendwie super lustig, aber irgendwie auch extrem traurig. hier. Schieb mal dahin. So, jetzt sind diese Viecher auseinander. Schon sagen, war nicht so imposant, aber doch, war in Ordnung. Geh mal darüber. Machst du dasselbe? Ja, schön. Kalion haben wir ja hier auch noch. Der kann auch mal rüber. Dann eliminieren wir sie, bevor wir. Naja. Beziehungsweise wir finden am liebsten gar nicht erst raus, ob das hier so funktionieren kann. Das heißt, wenn es reicht, ne? Noch einmal, perfekt. Gut, sehr gut. Die sind zwar ein bisschen weit weg hier, aber ich sollte mal erstmal euch nehmen. With strength. Aber das ist die optimale Reichweite, ne? Zwei entfernt, in dem Fall. So. Affirmative. Okay, hier hin. Wir können uns gleich mal dann dahin positionieren. Okay, wir haben sie zerrissen. Mir fast sicher, dass von hier unten noch welche kommen werden. Overwatch. So, also, wie machst du da Overwatch? Du machst die Overwatch da in die Richtung. Combat Support. Und ihr werdet euch mal daneben stellen, falls jemand hier uns zu nahe kommt. Im Prinzip ist man jetzt nur noch mit dem guten Bruder hier an den richtigen Stein laufen. So, beenden. Na, kommen direkt welche? Tatsächlich nicht. I am the Sword of Sanguinius. Besetzt mal den Spaß hier.
We should have no difficulties contacting Baal now. As long as we survive this uptick in nearby Xenos. Diese Xenos. Finden Sie bestimmt noch welche? Ja, ist vielleicht nicht ganz so schlau eigentlich, nur mit den Jungs hier rumzulaufen, aber... Du kannst dich auch selbst heilen, oder? Wir wollen ja nichts riskieren. The blood is strong. Do not falter. Gut. Los blodos strongos. I await their mistake. Gut. Ja, They will fear to tread close. Tja, ihr müsst jetzt einfach warten, oder? Ich wäre so dreist, einen von euch auch mal hier rüber zu ziehen noch. Bin mir so sicher, dass da welche rauskommen. Das schreit doch nur danach. Overwatch! So. Ist hier und wirst ein Overwatch darunter backen. They shall not pass. So, du kommst darüber. Was ist diesen armen Bruder hier? Retten, naja, nicht ihn wirklich, aber seine Gensatz. Zumindest seine Gensatz wollen wir retten. Your orders. So, dann gehst du nämlich da auch darüber. Dann Battleline Squad ready. Dann passt das. Okay, Spielzug beenden. Der Kampf ist rauschen. Da sind sie. Aber wir können uns für mehr Glück haben hier mit den Jungs, die an die Ridge stellen und dann richtig schön runterballern. I am ready to help. So. Ah ja. Venom Drop. Hätte ich das gewusst, ne? Dann hätte ich eher das anders geregelt, schätze ich. Your orders. Kommt dahin. Und da oben sollten wir einen ganz guten Schuss eigentlich noch haben. Naja, 50% ist besser als nichts. So, dann von hier wird es, glaube ich, nicht mehr möglich sein. Oh doch. Eine ganze Menge Steiftreffer. Close combat support. Naja, es ist eine ziemlich giftige Angelegenheit leider, ja? My fury will be fast. Bin mir nicht so sicher, ob wir das tun sollten, wenn ich ehrlich bin. On my honor. Bleiben wir mal draußen und schießen die einfach mit Boltern runter. Nochmal bitte. Ja. So, unser guter Apothecary wird wahrscheinlich dasselbe nochmal machen dürfen. Außer Reichweite. Habe ich befürchtet. Okay, dann mache ich hier zumindest mal noch einen Overwatch rein. Assault Marines ready! Ja, und ihr bleibt einfach so stehen, weil die ja wahrscheinlich sowieso hier gleich näher kommen. So, ein bisschen näher geht natürlich. They shall not pass. Über den Korridor des Todes. They will regret coming this close. So. Da müssen wir auch noch hinlaufen. Naja. Das wird eine ziemliche Fleißarbeit, glaube ich, diese Mission. Die denn her? Jetzt müssen wir ihn aber erwischt. Gut. Au. Das Bild an denen ist, die halten echt viel aus. So, wenn alles gut läuft.
dir jetzt den Rest. Gut, sehr gut. So, Bruder Arturo. Du hast leider kein Jetpack, das heißt, es wird echt ein Krampf, darunter zu kommen. Es ist blöd, dass wir tatsächlich da nicht drüber schießen können. Ja, 63 ist schon okay. Your orders. Mal darüber. Damit ist der ja auch gleich raus. Hervorragender Treffer. Ja, lauf mal da runter. Close combat support! Au. Okay, dann gehen wir noch einen Schritt näher hier. Bleiben wir aber ansonsten hier. Ich meine, wahrscheinlich ist es schneller, wenn wir unten rumlaufen. Seien wir mal ehrlich. Okay, und jetzt die gesamte Feuerkraft. Open fire! Die wir haben darüber. Wow, das war. Das war so gar nicht imposant. Das war geradezu ärmlich, armselig. Äußerst schlecht. Stellen wir euch darin. They shall know death! Gut. Moving! Kommst hier hin. Überall Sachen, die uns am Schießen hier hindern. Fassbar. Ich verstehe, dass jetzt Menschen sterben werden oder zumindest Marines. The Gifted, oh. Ja, eigentlich auch, ne? So, da war der Pistolenreaktionsangriff. Der macht weiter sein Ding. So. Du gehst dahin und wirst dir mal anzapfen hier. Abernten. I am the Sword of Sanguinius. So, du gehst dahin. Assault Marines ready! 28, ja? Open fire! Das wird schon reichen, wenn wir mit allen drauf schießen. Gut. Gut. Okay. Battleline Squad ready. Ja, ne? Also dann lauf mal wieder zurück, schätze ich. Oh Gott. I go where I am needed. Ich verstehe wirklich, dass es jetzt auch nur ausartet und wir den jetzt in die Gegend rumschicken müssen. Ja, ja. Overwatch. Alle overwatchen. So. Du, der Arturo. Dann lauf mal deine Runde. Mal gucken, vielleicht spawnen ja noch welche. They will regret coming this close. Ja, spawnen echt nochmal welche. I am ready to help. Ready to help? Of course. Ich überlege, ob wir eine dieser Truppen rübersetzen sollen noch. Your orders. Aber ich denke, das. Das wird schon in Ordnung sein. Heavy Fire Support! Overwatch! Sind nun ein paar Hormaganten. Jetzt beginnt der Spaß. Wie sie zerlegt hat, nur von den Mini-Boltern. Oh, 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 oh. Es kommen immer mehr. Setz eine Granate oder so. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Okay. Lass mal das abernten und jetzt darunter. Wir müssen eigentlich nur noch eine Runde überstehen. So, schieß mal mit den Raketen da hinten hin. Ja, das dachte ich mir nämlich. Gut. Schöne Wuchttreffer verteilt hier. Jetzt macht ihr hier den letzten und dann ist das Spielfeld wieder frei. Ein Tyranniden-Massaker. Overwatch. I hear something. Oh, es kommt noch mehr.
Die sind überall. Da vorne zumindest. Aber ich glaube, dass es das dann war. That is the last of the Protonoids that I can gather here. Your assistance has been noted, Sergeant. Ja, gerne. Das Gebiet von Alternaten 3 verbleibend. Okay. Dann säubern wir mal. On our way. Your orders. Dann säubern wir mal recht kräftig. Affirmative. Na, wahrscheinlich einfach nur die drei, die da jetzt, ja, die da jetzt näher kommen. Sag mal auch hier. They will fear to tread close. Dann lassen wir sie mal auf uns zukommen. Geschossen. Die schießen irgendwie gar nicht, ja? Oh, guck mal an. Da sind noch mal so ein paar dicke Boys, aber wir kommen ja gleich von der rechten Seite und können noch ein bisschen zusätzlich drauf schießen. Ja, idealerweise sollten wir die natürlich von Weitem wegballern, ohne in dieses Gift reinzulaufen. Oh mein Gott. Okay. Wieso kommt denn jetzt leider noch mehr die ganze Zeit? Und noch mehr? 6 Stück? The blood waits. Battleline Squad ready. 60%. Also wir können mit. Ja, ist noch nicht einsatzbereit. 40%. Ja, versuch du mal die jetzt zu killen. Combat Support. So, heil mal die Jungs hier. Your orders. Die beballert diese hässlichen Fluggehirne. Gut. Tja, so viel zum Thema, wir könnten hier jetzt frei agieren. Ja. 55, 30. Machen wir erstmal euch. Battleline Squad ready. For Sanguinius. Könnt ihr den Nahkampf? Können wir uns mit den anderen nämlich schon auf die hier stürzen? The Swarm has no right to live. Die haben wir ganz gut zersägt. Ja, mit ihm müssen wir etwas aufpassen. Möchte ich nicht in die unangenehme Lage kommen, dass er stirbt? Ja, wir sind jetzt mal ein bisschen frech hier. Mit den Intercessors. 50. 30. Okay. Machen wir die Jungs. On my honor. So, ja, dann können wir natürlich nochmal. Und Nahkampfpräzision, Distanzpräzision, Panzerdurchschlag. Das können wir eigentlich. Nächste Runde dann mal auf euch machen, zum Beispiel. Dass wir da dann hoffentlich genug Schaden anrichten. I await their mistake. I am ready to help. Du könntest zwar in den Nahkampf, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Mach ich einfach Overwatch. Und beenden. Okay. Ja. Arbeitet sich näher. So, die Jungs können wir jetzt gleich mit den Raketenwerfer hier wegmachen. Hm. Okay. Netter Versuch. Den Nahkampf.
Das sieht aber echt immer sehr geil aus, ne? Wenn sie aus der Nähe sich nochmal eher den Reaktionsschuss geben. Gut. Sehr gut. Heilung. Und einmal mit dem Bolter. 50, 70. Dass wir die auf jeden Fall wegbekommen. Genau. Raketen. Sehr schön, sind fast vollständig geplatzt. Assault Marines ready! Nicht mehr viel übrig. Ballerst weiterhin auf die hier. Die stehen jetzt relativ geschickt, dass sie, na, weil die nicht an uns ran können. Gut, jetzt machst du mal den da. Sanguinius guides every strike. So, jetzt machst du hier den Schuss deines Lebens hier. Ja, man hat schon gemerkt, dass es einen Panzerdurchschlag hatte. Das reicht nicht. So, ich will ja nicht in den Nahkampf. Ihr macht das mit euren Boltern einfach. Gut. Your orders. So, du gehst hier rüber. Es leben noch drei. Genau die drei hier drüben. 35%, 60%. Ja. Einer weniger. Und Spielzug beenden. Solange jetzt keine weiteren auftauchen aus dem Nichts. Ja, der kann nämlich auch nicht mehr viel machen außerdem. Entscheidet sich hier für den Nahkampf. Push them back! Au. Ein Kolben. Wo sind eure Bajonette? Hä? Okay. Komm. Tut es. Kallion. Sergeant Kallion of the 8th. This is Matano. Respond, brother. Captain Matano, you've earned the rank, brother. Use it. But these council meetings are a swift reminder of how unqualified the title feels. Pray distract me from all this talk of logistics and recovery. Give me your assessment of the Primaris. They're still courting beautiful Balfora. Plenty of gaunts remain for them to stretch their muscles. They've just finished intervening on behalf of Brother Arturo, in fact. The priest! I sent him with Pentasio to clear the Xenos pools west of the flats. Where is the sergeant? Dead, along with his men. Sergeant Pentasio insisted I retreat from the alien pools with the few progenoids I had, right before his own throat was crushed. There was a foul presence among the alien towers. Show me. Take me to where you left Pentasio to die, priest. You will recover our brother's remaining gene seed, despite whatever you think lurks within those festering pits. Okay. Das hört sich aber ganz schön bitter an, ne? Also der Pentasio ist gestorben und offensichtlich lauert etwas unter den Alientürmen. Ja, aber was das dann tatsächlich sein wird, das sehen wir dann heute Abend hier bei Mehr Waffen und Vorräte im Livestream. Also, wenn ihr darauf Bock habt, ne, kommt vorbei. Ab nämlich ganz oder 19 Uhr, aber ihr solltet eigentlich den Livestream auch schon finden auf dem YouTube-Kanal und könnt ja euch eine Erinnerung einrichten, falls ihr wollt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert, wenn ihr mehr 40k oder Warhammer Fantasy oder sogar Warhammer Age of Sigmar diesen Donnerstag Content hier sehen möchtet, denn da kommt das erste Spiel zu Age of Sigmar raus. Bin gespannt, ich hoffe ihr auch und wir sehen uns dann wieder. In diesem Sinne, macht es gut, ciao, ciao, euer Thorn.